Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig darüber, dass die Piratenfraktion doch einigermaßen lustlos dieses Thema jetzt hier angegangen ist. Denn ich kann Ihnen sagen, ich finde das ein sehr beachtliches Thema, was wir sehr differenziert diskutieren sollten. Und wir Grünen stehen auch sehr eindeutig für mehr Transparenz in der Politik. Und wir haben in den vergangenen Jahren, jetzt sind Sie wach geworden, ich weiß gar nicht warum, hätten Sie vorhin mal bei der Rede machen sollen und vielleicht beim Verfassen des Antrages. Wir stehen für einen Dialog mit der Gesellschaft und da möchte ich allerdings auch schon an das anknüpfen, was Kollegin Waden von der SPD gesagt hat. Lobbyismus ist für sich nicht immer was Schlechtes, ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, wenn Menschen hier im Landtag gegenüber den Politikerinnen und Politikern ihre Interessen vortragen können, wenn Sozialverbände, wenn Gewerkschaften oder wenn auch Initiativen Zugang nicht nur zum Parlament, sondern auch zu einzelnen Abgeordneten haben. Wichtig dabei ist aber was anderes. Und da hat die Kollegin auch darauf hingewiesen, wir brauchen Transparenz darüber. Da sind wir mit der Zielrichtung Ihres Antrages sehr einig. Und besonders ist die Transparenz dann wichtig, wenn Vertreterinnen der Regierung direkt unmittelbar angesprochen werden und wenn diese Kontakte stattfinden. Dann sind wir sehr dafür, dass diese Kontakte transparent gemacht werden, wenn der Austausch klar ist und auch klar wird, woher dieses Ansinnen kommt. Da sind wir sehr nah bei Ihnen. Allerdings sind wir auch sehr dafür, dass wir das differenziert diskutieren. Ihr Antrag bietet dafür keine besonders gute Grundlagen. Deswegen ist es vernünftig, dass an den Hauptausschuss, an die anderen fachberatenden Ausschüsse verwiesen wird. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch auf was anderes hinweisen. Mir macht es schon Probleme, wenn ich einige Kolleginnen und Kollegen mir anhören muss, die Politik als Ware verkaufen, die vom Markendesign in der Politik sprechen, die eher Designsprache, also die Marke Politik setzen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, Ihre Partei scheint ja besonders anfällig zu sein. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, weil es hier im Landtag gar nicht so furchtbar lange her ist und es war auch vielleicht nicht so ganz wahlunentscheidend im Jahr 2010, dass die CDU sich damit einen Namen gemacht hat, dass man sich den Zugang zum Ministerpräsidenten Rüttgers, damals firmiert unter Rente Rüttgers, Zugänge auf Parteitagen offenbar in einem Konzept erkaufen konnte. Das sind Auswüchse, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir ausdrücklich nicht haben wollen. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass Transparenz kommt und dass die Interessenvertretung auch nicht eins zu eins sinnvoll ist, sehen wir unter anderem am VW-Skandal. All das, was dort vorgetragen worden ist, all das, was zu mehr Vertretung der Interessen angeblich der Firmen führen sollte, war ein kurzfristiger Erfolg, weil die Normen so gemacht worden sind, wie sich VW das vorgestellt hat. Der Schaden, der volkswirtschaftliche Schaden, der entstanden ist, ist, glaube ich, weitaus größer als das, was durch Transparenz und durch mehr Diskussionen in der Öffentlichkeit hätte verhindert werden können. Und ich will auch nicht verschweigen, dass ich es einigermaßen merkwürdig finde, wenn beispielsweise Eckart von Kladen erst die Interessen im Bundestag vertritt, um dann wenige Monate später Autolobbyist werden zu können. Das sind alles Dinge, die können wir als Politikerinnen und Politiker nicht gutheißen. Deswegen ist dieser Antrag sinnvoll und deswegen stimmen wir auch der Überweisung ausdrücklich zu. Wir sind für Herr Kollege, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen von Herrn Kollegen Krückel? Von wem? Von Herrn Kollegen Krückel. Bitte. Bitte. Herr Kollege Mustafizade, wenn Sie den Kollegen von Kläden ansprechen, gibt es für Sie einen Unterschied, ob zum Beispiel Arbeitnehmervertreter in Ministerien wechseln, wie das im Arbeitsministerium des Deutschen Bundestages mit vier parlamentarischen Staatssekretären der Fall ist, die dort ihre Interessenarbeit als Ex-Gewerkschafter fortsetzen? Oder gibt es einen Unterschied in Ihrer Wahrnehmung dazu, dass Leute aus der Politik in die Wirtschaft wechseln? Herr Kollege Krückel, wir hätten Sie jetzt Ross und Reiter vielleicht auch nennen können, dann wäre das transparenter gewesen. Ich weise auf folgenden Sachverhalt hin. Ja, selbstverständlich gerne. Mir geht es um was anderes. Mir geht es um folgenden Vorgang. Eckart von Kladen war im Bundeskanzleramt tätig und hat mit dafür gesorgt, dass die EU-Abgasnormen verwässert worden sind. Kurze Zeit später wechselte dieser Eckart von Kladen
als Autolobbyist in die Wirtschaft. Das hat einen eindeutig negativen Nachgeschmack und das möchte ich hier so nicht haben, Herr Kollege. Und ich mache da auch keinen Unterschied, ob das CDU, Grüne oder SPD ist. So. Der Antrag, den Sie vorgelegt haben, hat eine wichtige Zielrichtung, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten. Er hat allerdings relativ wenig Substanz, deswegen muss er in die Ausschüsse rein. Und ich weise auch noch einen anderen Punkt hin. Wir müssen uns auch immer überlegen, wie viel Aufwand treiben wir mit der Transparenz und wie viel Nutzen haben wir davon. Wir haben hohen Aufwand damit getrieben, sehr früh als erste Fraktion deutlich vor Ihnen, beispielsweise das, was wir an Einkünften haben, transparent zu machen, sehr dezidiert bis auf den Euro hinaus auszuweisen. Sehr, sehr hoher Aufwand. Die Zugriffe allerdings, die auf diese Punkte genommen werden, sind eher überschaubar. Deswegen ist es sinnvoll, wenn sich die Landesregierung in Zusammenarbeit mit den Fraktionen Gedanken darüber macht, wie dieses Register aussehen kann. Mit Ihrem Antrag wird das nicht ausreichend sein. Die Zielrichtung ist richtig. Wir sollten uns Gedanken machen und ein vernünftiges Konzept am Ende des Tages vorlegen.